Hi, manchmal passieren hinter unserem Rücken recht unerwartete Dinge. Genau solche Momente, die mit der Kamera eingefangen wurden, haben wir heute für dich. Los geht's! Auf das, was am Ende dieses Videos passieren wird, bist du definitiv nicht vorbereitet. Wenn man unbedingt eine Yacht möchte, jedoch nur Papas Jeep hat. Woher stammen 99% der Beweise für Existenz von UFOs? Das passiert, wenn deine Freunde nicht nur coole Piloten sind, sondern auch noch gerne pranken. Gerüchten zufolge soll er immer noch laufen. Wie sich Einbrecher verhalten, die auf frischer Tat ertappt werden. Der Preis für die verrücktesten Trios geht eindeutig an diese Extremsportler. Diese Jungs wissen, wie man chillt. Das Gesicht einer introvertierten Person, die von seinen Freunden gezwungen wird, an einem Samstagabend rauszugehen. Der Versuch, das emotionale Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, sieht in letzter Zeit etwa so aus. Während du dich über lange Warteschlangen im Supermarkt beschwerst, passiert irgendwo in Indien das hier. So sieht die Regenzeit in Südafrika aus. Dieses Haus sieht jetzt wie die Fabrik von Willy Wonka aus. Sag jetzt nicht, dass du nicht so nach dem richtigen Hörsaal im ersten Semester gesucht hast. Ah!
Wenn man zur Arbeit fährt und plötzlich Erstklässler nach einem Klassenausflug in den Waggon einsteigen. Der Proteingehalt dieser Brötchen scheint etwas höher zu sein als erwartet. We got a spout. Holy shit. The chairs are flying. The cabanas are flying. Oh my goodness. Ein Einkaufszentrum, das in anderthalb Wochen fertiggestellt wurde. Das ist doch wirklich mal eine Sofortwäsche. Allein hier gibt es mehr Action als im letzten Batman-Film. Die Weltmeisterschaft im Gleitschirmfliegen ist die hypnotisierendste Sportveranstaltung überhaupt. In der Welt modischer Frisuren haben wir eindeutig einen Trend verpasst. Wolf? Darf ich vorstellen, Poseidon. Stell dir nur vor, du gehst morgens ans Meer und siehst da plötzlich solch ein prähistorisches Monster. Nein, das ist kein Gruß aus der Eiszeit. In Wirklichkeit haben wir es mit einem toten Stör zu tun, dessen Verwandte allerdings tatsächlich Zeitgenossen der Dinosaurier waren. Irgendwo in Australien läuft ein typischer Junggesellinnenabschied folgendermaßen ab. War wirklich ein toller Abend. Nun ist es an der Zeit, diesen Typen ein wenig um seine Arbeit zu beneiden. Nicht die beste Art und Weise, Schuhe zu trocknen. Hast du schon mal gesehen, wie die Arbeit mit Korkbäumen aussieht? Während den Dreharbeiten wurde übrigens keine einzige Pflanze beschädigt. Das Entfernen der Rinde von einem Korkbaum ist ein gewöhnlicher Vorgang, der alle 10 Jahre durchgeführt wird. Aus dieser Rinde werden später Wein- und Sektkorken und viele andere Dinge hergestellt.
Die erste Regel eines Pitbull-Besitzers: Vergiss niemals, deinen Hund zu füttern. Ui. Lass uns abstimmen, wer graziöser ist. Der Turner mit einem Körper aus Knetmasse. Oder der Typ in dem Reifen. Über so etwas spricht man in der Werbung für Safari-Touren nicht. Disclaimer, wir raten dir davon ab, das nachzumachen. Sand is real. Oh. Thought that was just in movies. Der Typ in diesem Video ist kein verrückter Spinner, sondern ein professioneller Parkourist, der mehrere Jahre Training im Treibsand hinter sich hat. Ja, wie es sich herausstellte, können Menschen auch so verrückte Hobbys haben. Glaubst du, dass es Moos ist? Surprise, Mother. Überraschung! Willkommen auf einer Spinnenparty! Viele Reisende träumen davon, eines Tages den Grand Canyon zu besichtigen. Aber nur die Verzweifeltsten wagen es, ihn auf solch eine Art und Weise zu erkunden. Vor ein paar Jahren ereignete sich im Norden Brasiliens etwas sehr Merkwürdiges. Es war so merkwürdig, dass es sogar Theorien über eine außerirdische Invasion gab. In den Mangroven wurde weit weg vom Ufer entfernt ein toter Buckelwal entdeckt, der etwa 10 Meter lang war. Die Erklärung dafür erwies sich aber als recht einfach. Die Mangroven sind ein überschwemmtes Gebiet, in dem sich der Wasserspiegel ständig ändert. Höchstwahrscheinlich kam der Buckelwal bei einer Flut hierher, wurde aber erst gefunden, als das Wasser bereits zurückgegangen war. Aliens haben also überhaupt nichts damit zu tun. Vor mehr als 10 Jahren ereignete sich in Japan auf Fukushima 1 eine Katastrophe. Der wirtschaftliche Schaden war enorm, sodass lokale Behörden verschiedene Initiativen zum Wiederaufbau der Region ins Leben riefen. Und so sieht eine davon aus: ein riesiger Konzertsaal, den man wie eine Luftmatratze aufblasen kann. Der Konzertsaal ist 18 Meter hoch und bietet Platz für 500 Zuschauer. Und während er von außen wie ein seltsamer Donut oder eine Aubergine aussieht, vermittelt das Innere die Atmosphäre der feinen japanischen Kultur. Die Konzerthalle lässt sich übrigens in nur 2 Stunden aufblasen und leicht transportieren. Vielleicht wird so ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort für Musikkonzerte eines Tages auf der ganzen Welt beliebt sein. Du lächelst und das heißt, dass unsere Arbeit für heute erledigt ist. Vergiss nicht, das Video zu liken und bis bald!